Renno wünscht viel Spaß. Servus, grüezi und hallo, immer noch hier vom Ruinendach oben runter. Nachdem uns ja der Vater eine kleine Moralpredigt gehalten hat in der letzten Folge. Der Vater ist eigentlich übrigens der Sohn, es klingt einfach so ein bisschen falsch, oder? Man heisst übrigens, ich nehme an, du, der immer zuschaust, weisst du da. Ja, wir sind ja immer noch da. Und was machen wir? Heute habe ich gedacht, wir machen so ein bisschen Kleinigkeiten. Ein bisschen dort hin, ein bisschen hier hin. Mit dem hier mal mit dem Strong ins grüne Meer dort, weißt du, zum Dr. Virtual raus. Da machen wir gerade mal zuerst. Schauen, ob das irgendetwas bewirkt oder ändert. Und dann, ja, dann schauen wir mal, was sonst der Tag so noch bringt. Der Vater hat ja gemeint, es sei viel besser im Untergrund zu leben als hier im Ödland. Aber irgendwie denkt es mir, das Ödland ist im Untergrund. Ich meine, hier hat es Städte, hier hat es Leute, hier floriert das Leben, hier läuft etwas. Und im Ödland, im Institut unten, dort ist es so recht öd in dieser Kapsel innen, würde ich sagen. So, fertig gelabert, wir machen uns auf den Weg. Und zwar zum. Ja, jetzt, hä? Wieso kann man eigentlich dort nicht gerade direkt hin? Zum Krater vom Atu. Nimmt sich jetzt also wirklich Wunder, du. Leuchten Schaden, Mensch. Ja, danke für die Info. Haben wir uns gerade so ein Edix rein. Ein Rad X. Im leuchtenden Meer. Mal schauen, ob der Virtual noch etwas von dem Serum hat. Große Spaltung steht davor. Wahrscheinlich träume ich mir da schon wieder viel zu viel und nachher passiert gar nichts. Und jetzt eben. Die Welt wird Atoms Ruhm erneut erkennen. Wenn du nicht jedes Mal da bist, wo ist im Virtual sein Eingang? Wo ist im Virtual sein Eingang? Das ist ja auch immer so etwas. Er hat doch da so einen Höhleneingang, oder? Es ist halt schon recht kaputt da hinten, wenn du mich so fragst. Wäre recht. Im Krater leuchten die Steine. Aber irgendwie bin ich wirklich wieder am völlig falschen Ort rumlaufen. Was ist los? Felsige Höhle, ist das so weit hinten? Weißt du, das kann schon sein. Wir sind doch schon eine Weile lang nicht mehr da gewesen, gell? Bitte entschuldige mich. Doch, da sind wir richtig. Felsige Höhle, hä? Virtuals Labor, gut. Wir haben uns da gemerkt, felsige Höhle. Also, Virtual. Du bist einfach viel zu gut abgesichert. Ich schütze und diene. Guck, Virtual. Tut mir leid, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Virtual! Fühl dich wie zu Hause. Ist nichts Besonderes. Also, leider nein, hä? Brauchst du irgendwas? Ja, look ihn an. Ich schütze und diene. Guck dir das an. Strong das können. Schade, ich habe eigentlich gehofft. Ah, da gibt's noch einen. Warte, ich kann dir helfen. Bleib doch bei mir eine Woche und komm in einer Woche wieder vorbei. Aber scheinbar nicht. Mensch, mögen Geruch nicht? Riechen wie Lager von Strongs Brüdern. Ja, ist ja auch mal ein Brüder da von dir. Definitiv. Und irgendwie etwas so serummäßig liegt da nicht rum. Hm? Bläfliegenfleisch, sieht das lecker aus. Wäre jetzt natürlich noch zu geil gewesen. Ich erhoffe mir halt immer viel. Ah, warte, da ist noch gerade etwas. Armschiene, komm. Hat er ja zwar schon an, oder? Hey! Was du? Strong, Kleidung. Wow, der Ärmste trägt Material mit sich rum. Hart. Ja, nein, komm jetzt, mach mich nicht fertig. Stimmt eigentlich, ich kann ja gar nicht mehr tragen, hä? Kleidung abonnieren. Zack. Hey. Ihm sagen. Ja, schnapp's dir. Machen. Und ihm sagen. Lecker. Mir geben, Mensch. Ja, ich dir schon gegeben, Strong. Superhammer. Kleidung. Ole. Er hat auch mal etwas an.
Aber eben, schade. Ich habe mir wirklich erhofft, ich habe wirklich Hoffnungen drin gesteckt, dass da noch irgendetwas rum ist. Wo ihm könnte. Tut mir leid, ich bin gerade ziemlich beschäftigt. Weiterhelfen. Unserem Kumpel in Grün. Wieso kann man das nicht aufnehmen? Sehr suspekt. Komm mal weg, ich werde mal schnell in dein Terminal einschauen. Vielleicht steht hier da noch etwas. Fühlt sich wie zu Hause. Protokolleintrag 01. Habe altes Terminal in Werkstatt gefunden. Musste repariert werden. Läuft jetzt. Schwer zu tippen. Finger zu groß. Suche noch immer Material für Serum. Letzte Hoffnung. Das kennen wir. Material. Das ist wie wenn ich an mich schreibe. Ich habe das auch. Mega viel, dass die ersten zwei Buchstaben mega groß, also groß sind. Aber die haben nicht so Wurstelfinger wie ein Supermutant. Liegt also einfach am Können. Materialien schwer zu finden. Materialien schwer zu finden. Leuchtendes Meer zu mitgenommen. Von Krieg. Habe Vogeln nicht vollständig bedacht. Habe nur am Überleben gedacht. Sicher vor allein, die mir folgen wollen. Vielleicht können die Leute im Krater helfen. Geistig instabil, aber offensichtlich immun gegen Strahlung. Holdren würde sie lieben. Hoffentlich haben die eine größere Tastatur. Kinder des Atom können nicht helfen. Brauchen auch verzweifelt Material, sind aber zu stolz, es zuzugeben. Verlieren gelegentlich Gefühl in Gliedmaßen, kurze Erinnerungslücke. Versuche positiv zu bleiben. Aber wenn Zustand weiter schlechter wird, muss Serum bald reproduzieren. Er schreibt wirklich immer wieder schlechter. Kann das Serum hier nicht herstellen, hab keine Werkzeuge. Hände zu ungeschickt für komplizierte Vorgänge. Tippen wird schwieriger, macht mich zu wütend. Komme nicht mehr rein, um ursprüngliche Erprobe zu holen. Muss in Erwägung ziehen, dass mein Zustand dauerhaft sein könnte. Oh nein, Virgil. Ist nichts Besonderes. Virgil, hilf jetzt meinem Freund. Virgil? Brauchst du irgendwas? Aufgepasst. Hier, essen Fleisch. Danke. Bevor werden schlecht. Was denkst du, wie so läuft? Guter Kampf. Falsche Menschen, alle kaputt gehauen. Sehr schön. Was denkst Mensch du über unsere Beziehung? Wie andere Menschen. Schlau, aber schwach. Strong Danke. Bleiben jetzt bei Mensch. Haben wir eigentlich überhaupt schon herausgefunden, was dem Strong gefällt? Ich glaube nicht. He? Also, dann können wir hier beruhigt wieder abdampfen. Ganz beruhigt. Ganz beruhigt. Jetzt könnten wir eigentlich einmal noch ein bisschen den Dings helfen, der Bruderschaft. Dass wir da so ein... Wow! Strong Todeskralle töten! Also komm Strong, mach mal etwas. Alles töten können! Haut jetzt ab vor uns! Hast du Angst? Komm da auch nicht, du Todeskralle! Das ist eben nicht wahr. Die flüchtet! Vielleicht halt sie Freunde. Auto explodiert. Sag es doch. Und mein Stück Fleisch ist gerade davon geflogen. Und auch nicht. Nö, die will ich nicht. Also, dann, was haben wir so für kleine Aufträge? Da machen wir das sicher noch. Die können auf, wirklich darauf verzichten. Könnten wir eigentlich hier noch ein bisschen umreinigen und dann vielleicht hier noch das Liberty Reprimet irgendwann noch in Angriff nehmen. Und gucken, Waffen deponieren müssten wir noch dort unten. Da wäre eben auch noch was, wo man in Angriff nehmen. Für da müsste ja mich selber aber zuerst aufräumen und ein paar einfache Waffen mitnehmen. Das wär's. Ich glaube, wir machen das und das. Und das ist wo? Das ist da. Und nebenan ist gerade... Der Jachthafen, nein, der ist auf der anderen Seite. Wir haben dort nur noch eine neue Siedlung. Und dann könnte man, habe ich mir auch noch überlegt, der Flughafen.
Oder dort haben wir ja Siedlungsbaumöglichkeiten. Dort könnten wir uns ja so eine kleine Basis errichten, weißt, wenn wir dann so gegen Dings angreifen, Bruderschaft, so ein bisschen mit Lasertürmli und weiss ich nicht was Schönes. Einfach so ein bisschen Unterstützungsfeuer. Sind wir jetzt so gerade wieder vom Supermutantenlager? Garantiert. Garantiert sind wir da gerade wieder vor einem Supermutantenlager. Das ist nicht ganz das Richtige für die Distanz. Ist das das? Oh, was ist da noch? Oh. Von allen Seiten wird man da angegriffen. Wo sind jetzt sie plötzlich hergekommen? Sind mal nur drei gewesen. Ja, so stelle ich mir das vor. Mit viel Getöse und Pompöse. Haben wir noch einen, der explodieren kann? Nein, schade. Dort drinnen ist was? Der Radiosender? Ist das der? Nein. Könnte sein. Fleischli. Das Licht stellen wir mal ab. Nur aus einem Grund, weil sie so blöd um sie rennen. Vielleicht finden wir ja da noch was für den Kamerad Essig. Für den Strong. Was gefällt dem? Ich weiß immer noch nicht herausgefunden, was dem gefallen könnte. Schön. Oh. Was hat jetzt da gerade gefunkt? Ist da noch eine Falle dran gewesen? Nicht. Haben wir auch gesehen, wie es runtergefunkt hat? Oder? Ah, eben doch. Alarm gesichert. So sieht es aus. Hauptsache, wir haben Öl dabei. Oilio. Also, Strongy Boy. Guter alter Strong Boy. Schauen wir doch mal schauen, was wir da noch so auffinden. Hä? Dort liegt noch ein abgeschossener Gewürdi. Und das war das Polizeirevier, hä? Ja, ja, Küstenwache. Steht ja, Küstenwache. Also sind wir da garantiert auch gewesen, wegen dem Auffinden von den Holobänder für den Nicky Valentine, für den grossen Eddie Winterfall, der auch irgendeine von unseren Folgen ist. Frag mich gerade nicht, welche Nummer. Riechen wie Essen. Schmutziges, leckeres Essen. Fein. Aber sonst hat es so nichts, hä? Wenn man noch ein Mützli eins haben kann, ich will keins. Hast du Schmerzen? Sorry, gell? Kommt halt vor. Haben wir uns hier noch schnell einhacken? Mit Asservatenkammer. Ui. Als ob er es gewusst hat, hä? Tack, 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 tack. Geht mega lang. Geht wirklich immer mega lang, die Magnetschlösser. Aber ich weiss, oh nein! Ich wiederhole mich. Was habe ich jetzt aufgenommen? Kampfgewehr, könnte das sein? Könnte das sein? Kampfflinte. Weg mit dem Zeug. Sonst ist da gerade gut, hä? Und dann werden wirklich auch mal angesagt, den Grünbuckel ausmisten, du. Hufau zum Verkaufen. Und dann hat sie hier zwei Safes. Geht's denn eigentlich noch? Und die sind noch abgeschlossen. Geht's denn eigentlich wirklich noch? Yes, yes, du. So. Ja. Also. Auf. Rein mit dem Zeug. Den Rest wollte ich nicht. Experte steht noch nebendran. Das ist für die, die sich hier einhacken konnten, aber nicht die ganz guten Schlossknack-Skills haben. Dass die auch noch etwas bekommen. So. Jetzt dampfen wir aber ab. Weil eben, hier das Zeug durchsuchen, ist glaube ich wirklich nicht von grossem Interesse.
Strong. Du verblüffst mich ja immer wieder. Als ob du wüsstest, wie das funktioniert. Ah, das ist die Lampe, die so sorgt. Ich habe gemeint, ob sich hier noch jemand ein Flügel um hat. Aufs Dach würde ich eigentlich noch gerne wählen. Wodurch geht es aufs Dach. Bitte sehr. Haupteingang rein. Sicher auch nicht schlecht. Dort ist auch nochmal ein Staff. Ein verbesserter. Hey, hättest du das auch sagen können aufgehen? Wir müssen abbrechen. Geld nehmen wir natürlich mit. Was muss mit? Aber keine Supermutantenrüstung rumliegen. Leider nein. Ich hätte dem gerne noch ein bisschen Kleider gegeben. Hätte er vielleicht endlich mal Freude gehabt. Keine Ahnung, was dem gefällt. Lieb sie ist nicht gut, böse sie ist nicht gut, einbrechen ist nicht gut, nichts ist gut. Einfach nichts. Aber ich würde sagen, Auftrag erledigt, ne? Was ist da? Polizeirevier. Und der andere? Wo ist der andere? Auftrag, Quartiermeister ist. Das mitten in der Stadt. Trinity Plaza, Trinity Tower. Oh mein Gott. Das kann ja noch etwas werden. Stadtbibliothek. Hybris Comics. Ja, komm, wir gehen zum Hybris. Hybris. Und dann laufen wir schnell hinterher. Und schauen, was denn dort so Sache ist, oder? Wo wir können helfen können. Wo wir uns können nützlich machen können. Ja, das Schreiben Institut. Das Kaiben-Institut. Und die Kaiben-Bruderschaft, die auch schon wieder einmal umsurren ist. Du Surli, Surli, Surli. Wer? Wer? Was? Wo? Wie? Wenn? Und überhaupt? Wir müssen hier rein. Strong mich finden und hauen tot. Was, Strong? Machst du mal? Macht's tatsächlich. Mehr mit Strong kämpfen müssen. Gutes Team. Ja, jetzt aber, jetzt geht's langsam los. Du wolltest einfach töten, hä? So wie ich das sehe. Töten, 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 töten. Also komm, Strong, wir gehen hier in Trinity Church. Machen wir. Tun wir's. Tun wir's. Was knurrt da oben? Hier kein grünes Zeug. Das Geräusch da! Was das sein? Was wer da sein? Also wir sind da wieder mal umzingelt von grünen Monstern. No, wo ich noch nicht sehe. Was ist denn das für ein schöner Ort? Ah, eben mal eine Kirche. Was ist das? Eine Kirche. Dort läuft doch ein paar. Komm, schau noch ein bisschen. Hab das Köpfchen führen, komm. Geht es gerade eins aufs Nüssli? Die Gatlings machen halt schon. Knurli? Der Knorli ist auch noch gekommen, kann ich sagen. Ist das jetzt schon wieder alles gewesen? Jesus Marie. Knochen vom rechten Fuß. Mir ist das wirklich schon wieder alles gewesen? Jesus Marie. Wegen dem hetzen ihr uns so im Zeug rum. Ist denn das wirklich wahr? Nicht runterfallen da? Nein, ausnahmsweise mal nicht. Aber wirklich...
Also nicht das Lager ist es eigentlich auch nicht da, hä? Wo wir ein bisschen Zeug auffinden. Aufgeräumt haben wir heute. Hallo, da ist noch ein Türli. Expertentürli. Ein Expertentürli. Entschuldigung, muss husten. So, wieder da. Oh, Teddy's, was machen die da? Nicht unanständiges, ausnahmsweise mal. Super mutanter Handgelenkwickel. Was ist denn das? Etwas Schlechtes als ein supermutanter Armschiene. Weißt du nicht? Nein, wie wird die eigentlich kennen? Strong. Nimm mal das auf dort. Hol das. Strong. Aufgepasst. Heb das auf. Hier drüben. Gute Idee, Matt. Strong nichts können. Lack, ich stell auf. Komm her. Stronges machen. Gut, Strong. Nimm das. Schnapp's dir. Überlassen das, Strong. Merk mir, ich geb auf. Ich geb auf. Er will nicht da machen, wo ich will. Er ist ein unglaublicher Querulant. Hops. Muss jetzt dort noch in den Keller schauen, was dort unten noch rumliegt. Hochgeschwindigkeit, zerfetzend. Haben wir auch schon ein Fahrerlager. Ein Comic. Unglaublich überwältigende Geschichten. Gegen Mutanten denn noch. Interessant. Reflexkondensator. Ah, wegen dem sind wir ja da, genau. Wegen dem Reflexkondensator für die Bruderschaft. Also, jetzt gehen wir hier nochmal in den Keller runter, schauen. Schnell äugen. Oder auch nicht. Yeah. Was ist denn da für ein Supergang? Was ist denn da jetzt wieder für ein Superweg gewesen? Und? Wartest du nicht auf? Es wart doch noch auf. Tack, tack, tack. Wo bin ich da unten zum Loch rausgekommen? Da, hä? Wahrscheinlich hat es auch hier nichts mehr grossartig Interessantes. Aber da haben wir wenigstens geschaut, oder? So wie es aussieht. Verbrannt, 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 verbrannt und vergammelt und vergammelt und verbrannt und leer und nichts Schönes. Da liegt noch etwas Überfälliges. Gibt es auch noch irgendwie so ein Mini-Nebenquest? Bring 1000 klickenblubnige Bücher zurück. Wieso ist der Safe off? Interessant. Wirklich interessant. Da sind wir ja hier. Dann gehen wir den anderen Weg aber raus. Und dann könnten wir ja eigentlich schon wieder ins Cambridge Polizeirevier gucken und sagen Ciao zusammen. Und so wie sie uns einmal mitteilt hat dort, sind das ewigkehrende Aufträge. Wahrscheinlich so etwa so ähnlich wie die Reib-Yachthafen, hä? Als es ja nie langweilig wird in dem Spiel. Und dann könnte man vielleicht mal noch zu der Railroad. Schauen, ob die Kaiben Sünds aus Bunker Hill weggekommen sind. Das ist nämlich auch noch eine gute Idee. Trinity, look strong, von da kommst du. Da haben wir die geholt. Aus dem Trinity Tower. Nice. Wie weit ist jetzt das hier zum Laufen ins Cambridge? Ja, das ist schon ein kleiner Weg. Dann tun wir doch schnell in die Nähe reisen.
Und gehen dann mal zurück. Und dann werde ich gerade nämlich nachher schnell auf Bunker Hill schauen. Sicher nicht leid. Ah, übrigens, es ist glaube ich wieder Sommer, so wie es aussieht. Es ist grün. Ja, es ist Sommer. Sommer, Sommer, super Sommer. Nice. Es war also wirklich eine gute Idee gewesen, irgendwann mal. Die Four Seasons mal, die macht echt Spass. Für Saug vor allem, finde ich. Mir gefällt das richtig gut. Solltest du ihm zur Sicherheit noch eine Kugel in den Kopf verpassen? Warum ein Risiko eingehen? Recht hat er recht. Grüße, Ritter. Schnauze, Fury. So. Dort ist der Mozi-Bär. Du bringst hoffentlich gute Neuigkeiten. Da musst du noch fragen? Und Halen denkt, ich wäre aufsässig. Hier, das bekommst du noch. Wir bekommen ständig neue Aufklärungsberichte. Wenn du bereit für deine nächste Mission bist, komm zu mir. Bin bereit. In Ordnung. Haben Sie auch mal Einzelheiten mit auf deiner Karte. Meld dich, wenn das Gebiet sauber ist. Verstanden. Bedford Station. Oh ja, sind wir sicher auch schon gewesen. Und du, was gut, weißt da du? Da bist du wieder. Heißt das, du hast die Technologie gefunden? Endlich. Hier. Großartig. Hier. Ich lasse sie dokumentieren und verschicken. Hier, deine Bezahlung für eine erfolgreiche Rettungsaktion. Ich suche immer nach neuer Technologie. Also keine Sorge, von mir bekommst du immer neue Missionen. Sag mir, wenn du wieder bereit bist. Bestätige immer. Gut. Ich habe den Ort auf deiner Karte markiert. Bleib wachsam. Immer ist für mich ein Wort, wenn wo gar nicht geht. Wenn du hässlich ein Kind hätten, wäre es ein Supermutant. Und er steht gerade in deinem Rücken und könnte jetzt gerade eins über den Schädel abziehen. Was ist eigentlich ein Strong? Komm jetzt mal, wir gehen. Wir gehen jetzt mal nach Bunker Hill und dann zu der Railroad. Zu der Desdemona. Wenn du meinst, das Commonwealth sieht übel aus, solltest du mal das Ödland der Hauptstadt sehen. Und dann zu der Bruderschaft. Also, das machen wir. Ah. Wir tun den Nebel gerade schnell reisend umgehen. Nein, ich will jetzt das eigentlich gerade nicht machen. Das will ich gerade nicht machen. Da hätten wir noch die Hütte Maroski, he? Dokumente. Zahl Maroski. Finde den Schatz von Jamaika. Und das wird, ja, mit Good Neighbor wollen wir ja eigentlich nicht unbedingt Krach anfangen. Sind ja noch cool, die mit dem Hancock und so. Finde ich. Finde ich. Also, Bunker Hill. Gehen wir mal schauen. Ah, den Ding könnten wir auch mal noch suchen. Der Karawanenführer, der kann ja nicht sein, als der Stockton immer noch in dieser Routine hängen bleibt. Dann müsst doch. Ich werde doch bewusst, was mit der Emilia ist, die wir dir geredet haben. Ein guter Platz zum Kämpfen. Ein Bruder töten viele Gegner von hier. Was laberst du? Bunker Hill ist wie ein zweites Zuhause. Der einzige Ort, an dem die Karawanenleute zusammenkommen. Hallo. Steht sie tatsächlich auf, zu mir sagen, was willst du? Hör mal, in Bunker Hill wollen wir keinen Ärger. Du hast wirklich mächtige Freunde. Wenn wir uns dadurch mit ihnen gut stellen, kannst du hier gern alles nutzen. Und wenn du wieder was brauchst, frag einfach, okay? Danke. Du kannst jetzt die Werkstatt von Bunker Hill benutzen. Wir haben eine Siedlung mit 6 Leuten, die relativ cool ausgebaut ist. Nice. Bett hat es 9. Schutz hat es 0. Schutz ist das Problem. Kann ich denn da irgendeinem sagen, du mach etwas? Was ist mit euch da? Okay, assigne zu. Krass, und dann gibt das da schon Geld. Kann ich dir zuweisen? Nein. Kann ich dich zuweisen? Nein.
Alles klar, die Leute, die gewisse Leute haben Interaktionsmöglichkeiten. Das Doktor natürlich nicht. Und andere sind einfach Statisten. Alles klar. Und den Rest kannst du nicht anwählen. Schade. Lustig. Helfen wir denen doch einmal gerade. Ah, das ist ein bisschen zu weit raus, hä? Blöd gelaufen. Und ich komme nicht mehr vorne. Kein Problem. Don't panic, hä? Also gut. Und auf dieser Seite? Ja, da können wir keinen an der Stelle. Weg gewesen. Da lösen wir das Ganze von einem anders her, hä? Eventuell von da oben. Auch nicht. So. Ha. Wir können hier Siedlungs bauen. Wie geil finde ich das denn? In Bunker Hill. Zu geil. Level up wegen dem Bauen, wieder mal eins mehr. Das 23. Level nur fürs Bauen. So haben wir. Ein bisschen Holz wäre noch geil. Holz wäre super. Aber Holz ist immer ein Problem. Holz ist wirklich immer ein Problem. Und jetzt muss ich dann von einer anderen Stadt mal dann noch einen Versorger hier hin schicken. Wo die ganze Werkstatt synchronisiert und dann kann man einfach hier vielleicht noch mal ein Signal einstellen. Hier den Grünbuch wegmachen. Verordnung machen, dann kann man ein bisschen mehr Nahrung anbauen, oder? Da wäre eigentlich auch noch gerade gut, wenn wir einen Geschützturm einstellen könnten, aber wir haben keine Zahnräder mehr. Kann man, hä? Wir können da können wir also so ein Signal aufstellen. Cool. Wirklich cool. Sie haben ein bisschen Schutz, sie haben jenes, sie haben das. Gefällt mir. Gefällt mir, wirklich. Nice, sind wir nochmal da hin. Stockton. Der Söldner wurde mir sehr empfohlen. Ich bin sicher, dass ich keine weitere Hilfe benötige. Also der hat immer noch das Gefühl, dass sie immer noch am Laufen, hä? Mega schräg. Du bist es. Nur ja, zu. Ich hab von allem etwas. Aus aller Welt. Also. Ich würde gern schnell... Dann lass mal sehen, bloß was du so hast. Du hast die Kronkorken, ich hab die Ware. Nein, ja, ich umgekehrt. Boah, du hast ja richtig Geld. Aber nichts Spezielles. Eigentlich nichts Spezielles. Nichts. Ich habe hier nämlich einen Haufen Bullshit, ja. Und ich dir gerne würde verkaufen. Von dem hat er leider nicht mal gegeben. So. Gut. Danke, Debbie. Ciao, Debbie. Was steht da? Wrench. Oder Wank. Ja, ist ja gleich. Schraubenschlüssel. Lukas Miller. Ist das... Nein, wir haben mit ihm... Ich biete Rüstung zum guten Preis, falls es dich interessiert. Mit dem Wüsten Dan haben wir etwas... Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen.
Es gibt nur das, was du hier siehst. Du hast eigentlich nichts, willst du sagen. Hä? Du hast eigentlich gar nichts. Und wir haben so richtig gesehen, wir haben so richtig Kronköckli auf der Seite. Du. Wir haben ja so richtig Kronköckli auf der Seite. Kleidung, Hilfsmittel, da wollte ich auch nicht. Wollen. Und dann haben wir da unten noch. Weg mit dem Grümpel. Weg. Wirkt zwar nicht, aber gibt Geld. Das ist auch schon mal etwas. Und ciao. So, würde sagen ciao. Krass, hä? Krass, wir haben auch eine neue Siedlung bekommen. Mit dem hat im Fall ja mal gedacht, was muss man echt alles machen, dass man da mal die Werkstatt kann brauchen, oder? Und jetzt weiss man es. Man muss nett sein. Man muss für die Railroad arbeiten, dann kommt man das über. Oder wahrscheinlich auch für die Minuteman. Vielleicht auch für die Bruderschaft. Keine Ahnung. Apropos. Railroad, die gehen wir jetzt auch gerade hin. Vielleicht hat ja Desdemona auch gerade noch irgendetwas. Hey, es ist wieder so grusige Nebel. Wüst. Einfach nur wüst. Wo sind wir? Jetzt, wo sind wir? Dann müssen wir hier durch. Absolut orientierungslos mit dem Nebel, obwohl ich schon 100 Mal durch und durch gelaufen bin, oder? Hä? Dort, juhu. Ich weiss, schnell reisen. Sag's jedes Mal. Aber es geht ja so. In aller Herrgottsruhe. Im schönen Weg hier durchs Loch. Durchs Loch. Zack, zack. Und zack. Was spritzest du da oben? Immer noch nichts Neues zu essen. Sonst, der Standard-Loot, der spawnt natürlich immer wieder, aber so Sachen nicht. So Sachen leider nicht. Was auch nichts ist. Also, das ist Dämona. Wir haben gerade viele Synths im Spiel. Das ja, macht die Sache echt gefährlich. Das sagst du jedes Mal. Eine Krise jagt die nächste. Willkommen im Hauptquartier. Desdemona. Wir nicht. Haben einen Rückstand an Synths abzuarbeiten. Schaffen wir sie aus dem Commonwealth. Nichts, hä? Schön, also sich sie bei uns zu haben. Nicht. Es läuft mehr, als man mitbekommt. Vertrau mir. Die Tüfteltem. Sie will nichts. Sie hat nichts. Sie geht nichts. Von der schönen Auftrag, den wir dir gemacht haben. Was ist mit so der Sinn? Es ist schlimm, die Missionsdaten mal vor dem toten Briefkasten zu erhalten. Nur alle einmal. Alle Prozesse sind aktiv. Pam. Löse nach Theta N auf, wenn sich I der Wahrscheinlichkeitsgrenze nähert. Nee, da ist nichts. Dann machen wir jetzt noch etwas anderes. Magst du dich noch erinnern an das blöde Covenant? Covenant. Wo war das auch? Es hat eine Suchfunktion gegeben, wo du ein paar Buchstaben eindrücken kannst. Und dann läuft das. Wenn ich jetzt hier reingehe, ist er dann den gerade kriege. Also laufen wir von hier her über. Und wenn die jetzt die uns wieder angreifen, dann löschen wir das Covenant aus. Bam, weg. Weg. Was sagt eigentlich der Travis im Radio? Sagt er eigentlich auch wieder mal etwas? Oder lässt er nur noch Musik laufen? Das gerade war Bob Crosby, hier auf Diamond City Radio. Und jetzt? Hier kommt eine seltsame Meldung für euch, Leute. Ihr habt vielleicht
oder wahrscheinlich schon von der alten Parsons Irrenanstalt im Nordosten gehört und wisst auch, dass ihr da wegbleiben solltet. Aber das hat wohl niemand der Gruppe Raider erzählt, die die Anstalt vor kurzem angegriffen haben. Man sollte meinen, dass es dort deswegen im Moment nur so wimmelt vor Raidern. Weit gefehlt. Die Anstalt ist leer. Verlassen. Gut, jetzt könnte man sagen, die haben sich geholt, was sie wollten, und sich dann verzogen. Aber bei so einem gruseligen Ort fragt man sich zwangsläufig, ob da nicht was anderes passiert ist. Wir werden es wohl nie erfahren. Und wisst ihr was? Ist mir recht so. Hier ist Travis, Lonely Miles mit Warren Smith und Uranium Rock. Ha, auch mal wieder reingelassen. Und was berichtet er von der Parsons State Anstalt? Der Deezer, greift der uns jetzt auch an? Oder haben sich da die Leute wieder ein bisschen beruhigt? Wir werden es jetzt gerade herausfinden. Bis jetzt kommt noch niemand kommen kämpfen. Dieses Limonade! Nach einem langen Tag gibt's nichts Besseres! Aber die Gewisse haben da natürlich ihr Leben schon gelassen, wie der da auf dem Stuhl gehockt ist. Mauer gut, schwer durchzubrechen. So viel zu dem Thema, hä? Tschüss! Mensch, wir spielen! Tschüss! Was ballert der dort hinten? Ich werde sie eigentlich nicht unbedingt töten, wäre eigentlich nicht nötig. Aber wenn die natürlich nicht einen anderen Weg mit uns einschlagen wollen, ja dann. Zu lustig! So ein Idiot, sorry. So ein richtiger erbärmlicher Idiot. Und jetzt kann ich die Werkstatt dafür brauchen. Ah, so kaputt. Ist doch wirklich kaputt. Und den kann ich nicht einmal... Mit dem kann ich nicht einmal etwas anfangen. Der zählt nicht einmal aus meinem Schutz. Lustig. Belohnung für Gewinner. Ja, genau, du sagst es. So ein Schwachsinn. Jetzt habe ich da die ganze Siedlung ausgelöscht. Damit ich wieder eine neue Siedlung kann bauen. Gut, ihr sind eh komische Leute gewesen. Wir haben einfach mal aus Prinzip die Leute aufgeschlitzt, um zu schauen, ob er ein Sünd ist. Von dem her gesehen passt das ja eigentlich schon so weit. Hauptsache, wir haben einen Covenant-Schlüssel, oder? Das Zeug lassen wir da rumliegen, interessiert mich gerade nicht. In einem späteren Verlauf kann man dann da immer noch eventuell aufräumen. Also, interessiert mich wirklich nicht. Gut. Tschüss. Was mich interessiert jetzt noch zusätzlich, wenn wir ja auch schon gerade draußen sind, ist, wenn ich hier gehe tauchen, finde ich da einen NPC im See aus. Dann lache ich mich aber krumm und schief. Nicht nur schief. Problem ist, wenn er versteckt, wenn sie versteckt. So kann sie Luft holen. Und vielleicht finden wir ja gerade sonst noch etwas. Aber es sieht nicht so aus, als ob da der... Oh, wir sind schon recht tief. Da geht es ja gerade nochmal einen Schritt runter. Es sieht nicht so aus, als ob da noch jemand ein NPC rumliegt. Wie lange hat es eigentlich Sauerstoff für so eine Power-Rüstung in? Ich sage nichts mehr, da liegt doch ein Leiche. Moment. Wird nur schnell Sauerstoff fallen? Ich sage nichts mehr, aber habe ich jetzt hier gerade eine Leiche gesehen?
Muss natürlich nicht sein. Licht haben wir. Weil was mich wirklich irritiert ist, dass die Mission, also respektive da, was der die Zeit nie ändert. Dass der Stockton umstockt. Ja, da sieht auch niemand. Und der ist ja irgendwo etwa da, ist er gelegen, oder? Oder respektive ist er nicht zum Wasser raus und immer wieder versoffen. Aber so wie es ausgesehen hat, ist er eigentlich nicht ein NPC gewesen, der hätte können sterben. Unter Wasser wandern 2016. Das war schon da gewesen. Der Fischer hockt immer noch einsam und allein. Hallo. Ja? Hast du da einen gesehen zum Wasser rauskommen? Nicht. Schade. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, der Strang ist versoffen. Ah nein, dort oben steht. Ich mache noch mal ein Türchen. Wenn ich ja schon da bin. Aber ich glaube wirklich nicht, dass er da ist, aber was ist denn mit dem? Wäre natürlich zu grob, wenn er da einfach so aus Leichen am Grund vom See würde liegen. Nein, die sieht nicht so eine lange Wirkungstour, hä? Nein, ich bin jetzt wirklich der Ort so ziemlich abgelaufen, wo ich ihn das letzte Mal gesichtet habe. Was natürlich noch sein könnte, ist, dass er wieder rein ist. Aber es ist einfach schräg. Wirklich schräg. Es würde mich wirklich wundern, was mit der Emilia ist oder wie sie geheissen hat. Weil wir haben ja da, für etwas haben wir ja da Ghetto angerichtet, oder? Aber die Frage ist eben, für was? Das ist wirklich eine gute Frage. Und ich glaube, so in der nächsten Folge könnten wir uns mal wieder so richtig Institut aufmachen, oder? Was haben wir da noch Schönes? Wohnt da noch jemand gerade? Nein. Da ist gar nichts. Da war mal was. Könnte man glaube wirklich so machen, wieder mal ins Institut haben. Schauen, was die dort weiter von uns wollen. Oder eben zu der Bruderschaft. Dann müssen wir noch überlegen, wie es denn da weitergeht. Aber ich glaube, du siehst das in der nächsten Folge. Ich danke dir fürs Zuschauen. Ich danke dir auch für deinen Daumen hoch. Ich danke dir dafür, dass du mein Video weiterteilst. Ich danke dir dafür, dass du jemand anderen sagst, dass der Taverno eigentlich auch noch ein lässiger Typ ist. Und vor allem danke ich dir, dass du dabei bist. Und bis zum nächsten Mal sage ich Salut, ciao und hab's gut.